Wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, ich wollte ja nochmal nach Kakariko zurück. Das werden wir jetzt auch mal machen. Zwecks, nee, nicht Zwecks, per Teleportation, nicht Telefonation, hier was besorgen. Und zwar... Hallo! Oh, du hast mich gefunden und beim Baden gestört. Aber egal, wenn du mich jetzt in Ruhe lässt, kriegst du einen Krocksamen. Bitteschön. Danke. Hallo, der Herr? Hallöchen. Na, mein Süßer, wie geht's dir? Was möchtest du von mir? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Was ist das denn für einer? Ich kaufe es? Der hat vielleicht Nerven. Geld zusammen haben. Hallo. Oh, entschuldige. Ich wollte dich nicht mit meinem Hinterteil begrüßen. Echt nicht? Dann zurück damit, wo es hingehört. Hallo, meine lieben kleinen Zelda Breath of the Wild-Wölfe. Wir sind wieder zurück bei Breath of the Wild. Und wir sind wieder in Hatino, in unserem lieben kleinen Häuschen, was wir uns angelegt haben, was noch ziemlich leer aussieht. Deswegen ist das Erste, was ich jetzt tue, ich schnack nochmal mit dem guten Dude hier vorne. Hallöchen. Was kann ich für dich tun? Ich habe Doomstar gebeten, in Akala Land zu erschließen. Tja, das Geschäft muss expandieren. Und all sowas. Ich werde ihn wohl bald losschicken. Ja, und was habe ich damit zu tun? Du solltest nochmal mit Doomstar reden, bevor er aufbricht. Okay. Baby, ist Doomstar du da? Ja. Hä? Was machst du? Hä? Pause. Okay. Übrigens, hast du das Haus gekauft? Ja, das war ich. Beeindruckend. In deinem Alter? Ja, ich bin halt was ganz Besonderes, wisst ihr? Also dann. Dann was? Ich gehe bald von hier weg. Warum? Beruflich. Beruflich, ja. Du hast vielleicht schon davon gehört, das Bauunternehmen Yolanda plant zu expandieren. Ah, nicht schlecht. Nichts Besonderes. Wo geht's hin? Das Dorf der Zoras liegt im Norden von hier. Und noch weiter nördlich davon befindet sich Akala. Das ist aber ganz schön weit weg, mein Freund. Ne? Ja, schon, aber, ne, muss sein. Danke. Okay, der Dude geht jetzt los. Tja, dann muss ich wohl langsam mal los. Wenn du Lust hast, schau doch mal in Akala vorbei. Bis dann, mach's gut. Ja, und das wird dann auch später noch zu einer weiteren kleinen Nebenquest, die man hier in dem Spiel machen kann. Deswegen sollten wir auch mit ihm quatschen. So, aber meine eigentliche Ambition, mit dem Dude hier vorne mit Landa zu sprechen, war... Ah. Hallo. Sieht aus, als wären wir fertig fürs Erste. Da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, nicht wahr? Aber ich habe da so ein Gefühl. Du siehst mir so aus, als hättest du noch lange nicht genug. Nee. Du musst gar nichts weiter sagen. Du hast gerade im Haus gekauft und es ist noch leer. Tja, ich sehe es in deinen Augen. Erinnerst mich an mich, als ich noch jünger war. Ich sag's dir was. Für 5000 Rubine kümmere ich mich um Möbel, die Außengestaltung, das ganze Paket. Ja, so viel habe ich aber gerade nicht mehr. Und weißt du was? Weil du's bist, fange ich schon für 100 Rubine an. Den Rest kannst du später bei mir bezahlen. Okay, habe ich eigentlich noch 100 Rubine? Weiß ich gar nicht. Wir schnacken nochmal. Hallöchen, kann ich dir helfen? Ja, bau noch etwas für mich. Ich weiß noch nicht was. Was kann ich denn für dich tun? Als Erstes würde ich sagen, brauche ich mal Möbel. Ne? Wandhalterung habe ich eine, das reicht erstmal. Was genau darf es denn sein? Ein Bett, okay, das macht dann 100 Rubine. Kannst du das bezahlen? Nee, kann ich nicht, sehe ich gerade oben. Ich habe für 45 zu wenig. Na gut, okay. Dann machen wir mit Plan 2 weiter für heute. Ja, ich meine, der eine oder andere hat es wahrscheinlich gestern bemerkt. Ich habe quasi so eine Art Frühjahrsputz im Keller gemacht. Beziehungsweise, wir haben den Keller einmal ausgeräumt und meine... Ex hat sich endlich mal nach 3 Jahren ihre ganzen Sachen mitgenommen, die sie noch haben wollte, die ich extra aufbewahrt habe, weil ich ja so lieb bin. Jetzt kann ich den Rest, der jetzt noch da ist, alles ausschmeißen. Sie hat auch eingesehen, auch wenn da noch so das eine oder andere war, wo sie zuerst meinte, ja, vielleicht.
Nee, kann jetzt weg. So, und deswegen habe ich das gestern nicht geschafft, Assassin's Creed zu machen. Denn damit war ich wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Und ich habe jetzt auch noch jede Menge zu tun, weil ich die ganzen alten eingelagerten Sachen von meinem großen Welpen da gefunden habe. Und die können jetzt nämlich mein kleiner Welpe tragen. Und die meisten davon sind sogar noch echt gut in Schuss, weil wir, glaube ich, dem Großen damals viel zu viel geholt haben und das gar nicht alles so viel getragen worden ist. Jetzt hat der einen vollen Schrank, aber ich muss das alles einmal durchwaschen, weil Kellergeruch ist immer nicht so schön. Und ja, ich bin froh, dass ich euch heute wenigstens mit Zelda Breath of the Wild beglücken kann. Und wir jetzt endlich zum Institut von mit Han Solo und mit Händen hat das nichts zu tun. Hateno, wollte ich nämlich sagen, zu tun hat. Und der gute Wolf hier mal so ein bisschen weitermachen kann in der Story. Der Weg ist natürlich ganz schön lang, weswegen ich hier auch so viel am Erzählen und Machen bin. Ich habe das aber heute mal aus dem Grund nicht geskippt, damit ich mal wirklich in Ruhe die Zeit habe, so ein bisschen was loszuwerden, was ich euch gerade erzählen wollte. So, was ist das denn da? Ach, da ist noch ein Häuschen. Gut, gut. So, wie lang war denn der Weg? Ey, ich meine, ich bin zwar ein sportlicher Link, aber Mann! So, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Muss ich rechts rum? Nee, ich muss geradeaus, ne? Ja, da oben ist das. Da oben ist das Institut. Ich kann es schon sehen. Wir sind fast da. Lauf, Link, lauf. So, wir legen mal einen kleinen Sprint hin. Oh, aufhören, bevor ich gleich erschöpft bin. Joa, ich hoffe natürlich, dass ihr auf jeden Fall die Ostertage gut überstanden habt, dass ihr schön Ostern gefeiert habt. Das würde mich zumindest sehr freuen. Wir hatten auch eine sehr chillige und entspannte Zeit. Jetzt geht der Alltag wieder los. Na gut, okay, die Welpen haben Ferien. Von daher, so ganz normaler Alltag ist es nicht, aber wir können schön geschillt und entspannt sein. So, wir haben aber jetzt endlich das Institut oben erreicht und wollen nochmal gucken, was hier jetzt Sache ist. Guckt man mit dem Institut eigentlich in die Sterne oder auf das Land? Also ich finde, das sieht eigentlich hier aus, als wenn das aufs Land guckt, ne? Hallo? Leute? Ich bin da. Wer spricht jetzt mit mir? Guten Abend. Das hier ist das Hateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Ja, genau, das war mein Plan. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Wieso soll ich mich kurz fassen? Ich hab sehr viele Fragen, sehr viel zu tun. Ich hab keine Ahnung. Ja. Guten Abend. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Aha. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa ein Schickerstein? Ohne Zweifel, ein echter Chica-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Naja, er hat ein Stasis-Modul, ein Magnetmodul, ein Bombenmodul und ein Kryomodul. Und was noch? Was noch? Das waren alle Module? Verstehe. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Was für Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Ja, also in der Tasche habe ich sie nicht. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Okay, wie heißt du denn? Mein Name ist Symin. Ah, freut mich, ich bin Link. Und du bist Link, oder? Ja, genau. Hä? Woher wusstest du das? Ach ja, habe ich gerade gesagt. Impa hat mir alles erzählt. Ach so, die alte Schnattertante auch schon. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Schickerstein hier auftaucht, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Okay. Ich sag ja, die alte Schnattertante. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Ja, okay. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktor, das ist ein waschechter Schickerstein. Frau Direktor? Ich dachte, du bist der Direktor. Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktor vorzustellen. Sie steht direkt dort hinten. Was, das kleine Kind?
Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts. Die große Expertin auf dem Gebiet der Antikerforschung. Pura. Denn nicht dein Ernst, oder? Kashika! Die? Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Gefühl, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Das Glück meine ich. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Ja? Nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Okay, das heißt, ich soll jetzt nochmal zu den Knirps darüber gehen? Hallo, da bin ich wieder. Haha, du bist Baffa! Nicht Syming ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Ich bin halt manchmal eine kleine Lügnerin. Kachika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Keine Ahnung. Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Ja, soweit bin ich eigentlich ganz fit. Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Jojo. Aber du siehst irgendwie so komisch, mich so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein. Gedächtnis weg. Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung an und dich verwischt hatte. Verwischt? Nee, erwischt meine ich. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Nein, sorry, mein Gedächtnis ist weg. Ich erinnere mich an gar nichts. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, geh in seine Erinnerung flöten. Gleich mal notieren. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du willst. Was du wissen willst. Du bist ein Kind. Unverschämtheit. Ich bin doch kein Kind. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment. Oder naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft. Nicht lesen! Und wenn ich das doch tue? Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wieder erstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Ich glaube in meinem jetzigen Zustand noch nicht ganz. Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Das ist zumindest mein Plan. Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verlorenen gegangenen Basismodule deines Schickersteins zu aktivieren. Ja, bitte, 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 mach das, bitte. Ich kann dringend Hilfe gebrauchen. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, die Sache für mich zu erledigen. Hä? Was? Wieso muss ich jetzt schon wieder Sachen erledigen? Was? Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Schickerstein einfach umsonst für dich reparieren. Doch, eigentlich schon. Ich bin der große Held hier, ne? Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notieren. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Ja, okay. Lass mich raten, ich soll da Feuer reinmachen. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Ich glaube, sowas kriege ich noch hin. Also dafür bin ich wohl noch fit genug, ganz ehrlich. Dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Okay. Also die Dinger, die auch immer oben auf Türmen oder in Schreien sind. Sagen junge Mädchen sowas wie, fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme.
Okay, ja, das werde ich denn mal gleich in Angriff nehmen, würde ich sagen, ne? Aber ehrlich, Leute, ihr werdet auf dieses ganze Spektakel nochmal warten müssen. Denn hier beende ich für heute den Part. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne noch eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Beteiligt euch in den Kommentaren. Schreibt mir gerne ein paar Tipps. Sachen, wo ich was finde, rein. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe auch diese App immer zur Hilfe. Die werden wir, glaube ich, beim nächsten oder übernächsten Mal auch mal wieder verwenden, weil wir, bevor wir jetzt in der Story, wenn wir das hier erledigt haben, weitergehen, nochmal ein bisschen das Hatino-Gebiet hier erkunden werden, den einen oder anderen Krog suchen werden, vielleicht auch mal wieder ein paar Sachen sammeln werden, um wieder an Geld zu kommen, um unser Haus weiter auszubauen und ja, so weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Mittwoch. Genau. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht noch, meinen Kanal zu abonnieren, ist vollkommen kostenlos, wenn ihr das noch nicht getan habt, mich unterstützen wollt. Und aktiviert auch die Glocke. Also, au! Bye, bye!